Ja, warte. Ach, hier ist ein Schrank. Weg. Ich Schrank aufmachen. Ich Mann. Mann. Mann machen auf Schrank. There are no locks to pick here. There are no more locks. Love also, hier ist nichts für uns. Oh, warte, da ist Tape. Wo? Ah. Zum Glück haben wir gute Augen. Oder zum Glück hat Edis gute Augen. So. Someone has a lock I can crack open. Hier muss ich nicht hinten durch. Einmal. Das muss er doch. There's something else I can pick in the corner. Wahrscheinlich hier irgendeine. Irgendwo muss hier ein Schloss sein, was ich öffnen kann. Vielleicht ein Spinnschloss. Dann kann ich den Leuten ihre Schulsachen klauen und ihre Zeugnisse und Schulhefte. So, lass uns da rein und dann gleich zu den Fenstern laufen, weißt du? Okay. Und das haben wir jetzt auch schon erlebt, muss ich zugestehen, eher sagen. Aber beim letzten Mal war das irgendwie vor diesem fetten Viech. Ja, das fette Viech kam erst am Ende. Anstellen bei diesen Viechern. Warte, bleib ruhig weg, da muss ich zu uns kommen dann. Aber auch wahrscheinlich ist das eine wertvolle Runde. Weil der sich sonst kommt. Weil er weiß, dass da Licht ist. Der läuft doch nicht freiwillig ins Licht. Das sind keine dummen Monster, das sind nur Monster. Sweet, we'll be able to burn some real holes with that stuff. Ja, ich geb mir erstmal einen Energy Drink. Und dann schon jetzt der Bitch wieder gut. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Hier gibt es erstmal keine Schlösser. Warum können wir denn dieses Acid nicht tragen? Wir haben doch Becher. Wir haben Paper Cups, wow. Schon mal versucht Acid mit Paper Cups zu tragen? Aber es ist ja auch ein Spiel irgendwie, so ganz logisch muss es ja auch nicht mehr sein. Ja, aber dann könnten wir es doch wenigstens... Ich kenne mich nicht so sonderlich mit Sache aus, muss ich gestehen, aber... Irgendwas... Wo Idioten auch... Oh! Mortifilia, das hört sich nach einer Krankheit an, die diese Monster macht. Oh, ich hab's gar nicht. Na gut, ist auch egal. Oh, da liegt eine CD. Eine CD, jetzt können wir noch öfter speichern. Aber so viele, so viele CDs, wie wir schon bekommen haben, wird das vor allem nicht sein. Also, was machen wir jetzt mit der Säure? Wir können die nicht tragen. Womit sollen wir die denn tragen? Gib mal einen Rat. Let's check the place out. Was für ein Ratschlag. Wir müssen mit dem Typen hierher kommen. Warum soll Dr. Friedman das wissen? Nee, nicht Dr. Friedman. Aber mit dem anderen Jungen, weißt du? Ah. Oder weißt du, wenn hier noch wirklich was mit drin ist? Aber die Scheiße ist, ja, da hinten ist ja diese Bottle. Das heißt, er wird immer sagen, hier ist noch was. Ja, aber die Bottle, die kann man ja noch nicht tragen. Hier ist ja noch kein richtiges Item. Geh mal raus. Vielleicht ist draußen ja noch irgendwo ein Schloss, was ich öffnen kann. Ja, sagt er ja auch die ganze Zeit. Dann suchen wir erstmal draußen ein Schloss. Das haben wir ja schon durchgeguckt. Drück mal dann. Okay. Das Wasser riecht strange. Da waren nur Scheiße drin. Da kommen wir vorher nicht raus, oder? Da haben wir es nicht versucht, weil wir genau wissen, was da oben ist. Sorry, wenn wir euch jetzt mal noch mal ein letztes Mal die Spannung versauen. Ich weiß nicht mehr, was hier war. Medipack, nee, Sticky Tape. Und dieses Schwert. Ach genau, dazu brauchen wir Säure, um uns da wahrscheinlich durchfressen zu können. Das war unsere Vermutung. Und Eddys erste Vermutung? Ein Schraubenzieher. Nein, es hat nicht funktioniert. There are no locks left. Nee, hier sind keine, da kann hier nichts picken. Nee, gut. Dann... Dafür brauchen wir die Säure, das ist schon mal eigentlich logisch. Jetzt brauchen wir nur noch was, um diese Scheiße irgendwie zu transportieren. There are more locks in the corner. Ah, jetzt weiß ich wieder. Die Männertoilette war geschlossen. I got this. I can pick this thing. Oh, mach weiter. Hilf mir doch, Edis. Ich sehe nichts. Die Tür ist offen. Habe ich eine geballert? So, jetzt sind wir acht. Genau, da waren wir gestern auch schon, hatten jetzt nicht weitergekommen. Irgendwo hier war ein Medikit oder ein Energy Drink auf Toilette. Medikit. Okay, das war's auch schon, ne? Ja, gut. So, dann machen wir da draußen auch wieder auf der Lockpicking. Keine Schlösser.
3 Paper Cups, was? Ohne Chance, ob wir irgendwas mit den Paper Cups machen können. Vielleicht muss ich das Paper Cup Ding da hinten benutzen, versuchen wir das mal. Wo? Ich weigere mich zwar zu glauben, dass man Säure in einem Papierbecher tragen kann, aber... Das haben wir doch schon probiert. Nein, wir haben doch nur gedrückt, vielleicht müssen wir das Ding da hinten benutzen. Ja, das machen die automatisch normalerweise. Und sie nicht immer. Oh mein Gott! Wie gesagt, ich muss mich beeilen, sonst schmilzt das Glas in meiner Hand. Ich habe 30 Sekunden, Edis. Lauf! Ich will nicht meine Hand verlieren, nur weil du die Tür nicht schnell genug aufmachen kannst. Nein, schrei nicht. Edis, verstehst du überhaupt irgendwas von Dramaturgie? Boah, fast habe ich die falsche Tür gelaufen. Oh mein Gott, dass er so deswegen bleibt. 3 Stück. Patrick! Boah, warum geht die Wand da so ab? Leute! Das war knapp. Ich wollte gerade sagen, ey, in der letzten Sekunde. Lad mal deine scheiß Waffe nach. So, jetzt 1.000.000% blind. Ab jetzt 100%ig. Gut, die Schule ist anscheinend hässlich. Oben oder unten? Der da oben steht jemand. Junge, chill da nicht am Fenster, das ist mein Revier. Das ist ein Monster. Oh Mann! Ich dachte, das wäre ein Freund. Weil läuft im Hintergrund. Alter, ist die behindert? Weißt du was? Die kann ja gar nichts. Wie soll das bei den Energy Drink? Erstmal sollten wir das tun. Und dann nimmt das wieder ein Aluminiumschläger. Gut, das war jetzt ziemlich unerwartet. Ah, nehmen wir erstmal einen Energy Drink. Obwohl, bei mir geht das eigentlich? Nein. Nein, er hält sich auch den Boden. Er kennt von dem Orgasmus. Oh, warum gehst du denn durch? Ich hab's hinten noch gar nicht hergeguckt. Ja, aber jetzt fangen wir halt an dieser Seite an, wenn wir schon mal hier stehen. Das nervt so mit dem Friendly Fire, das muss man unbedingt ausschalten. Aber sowas müssen wir auch mal öfter denken. Ja, wenn wir in einem Raum sind, auf jeden Fall. Ey, man kann nur Fenster zerschlagen. Ist hier irgendwas? Wer weiß. Oh. Hier geht's um irgendeine Seuche. Also scheinbar experimentieren die hier mit verschwundenen Schülern, aber hier ist nichts Interessantes, oder? Nee. Gut. Das Footballteam war immer ein sehr starkes und auch ein sehr selbstsicheres, wie man sagen möchte. Die Kamera ist so mistig. Ja, ne? Da ist Dr. Friedman. Ah, stimmt. Rein da. Das ist der Headmaster, also der Direktor. Das ist nicht unbedingt vertrauenserweckend. Ich möchte nicht zu Dr. Friedman. Hier ist eine CD. Und hier ist ein Computer. Wollen wir sie doch mal an. Moment. Ah. Ein Anrufbeantworter. Today at 5:38 p.m. Hello, Mrs. Smith. This is Miss Wixon. Could you ask Mr. Friedman to come see me as soon as possible? It's an emergency. I can't leave the infirmary. Make sure he comes quick. Thanks. Today at 6:50 p.m. Herbert, if you're there, pick up the phone, please. Come quickly. I don't know what's going on, but I think it has something to do with the experiment. I saw several students who, well, they, it's really bad. Come quick. Oh no! Gut, Mrs. Wixon hat anscheinend... Mr. Garrison Stan, Mrs. Wixon, was geht mit dem? Auf jeden Fall. Oh. Are you in there? Free? Gut, Mr. Friedman ist anscheinend nicht hier. Und ich kann nicht um sein... Was ist das?
Die Nadel eines Kompasses, anscheinend. Mr. Friedman ist in der Bücherei, wie auf diesem Zettel hier steht. Oh. Er hat einen Zwillingsbruder. Das ist auf jeden Fall für die Story bestimmt relevant nachher. Für previous Ding. Hast gesehen? Ja gut, der Zwillingsbruder hat bestimmt noch was mit der Story zu tun. Das ist jetzt ja sehr offensichtlich. Aber was ist die Frage? Vielleicht hat er ihn entführt. Ah, ich will jetzt nicht spoilern, nachher habe ich doch recht. Und dann bin ich... Ja, alles, was wir jetzt momentan als Vermutung anstellen, kannst du irgendwo einen Lock holen? There are more locks in the corner. Hier sind noch irgendwo Locks. Man hört doch irgendwas. Gut, gehen wir erstmal hier rein. It's locked. There are more locks here. Aber ich kann es nicht aufschließen. Ich mag keine Scheiben. Scheiben machen mich wütend. Die ist schon kaputt. Scheibe win. Kannst du picken wahrscheinlich. Oh. Diese Viecher sind so nervig, beißen in den Fuß. Ich erkenne die Viecher aber auch nicht in den dunklen Scheiß, weißt du? Kannst du irgendwie anvisieren mit der zwei von mir. Wir können nicht nach jedem Fall mit diesen kleinen Viechern. Eine ganz kurze Aufnahmepause, ich muss nochmal an meine Lenkung etwas gucken. Ja. So, weiter geht's, würde ich mal sagen. Ja, ne? Willkommen zurück. Wir waren kurz. Ach genau, ich muss mich jetzt erstmal wieder einloggen, das ist immer manchmal ein bisschen nervig, aber hey, da bin ich wieder und ich gehe langsam wie ein Panel. Wir trinken erstmal einen Energy Drink, würde ich mal tippen, ne? Ach, das geht doch nur noch. Tut mich an, aber wir können nicht ständig Energy Drink nutzen. Ne, trink einfach was. Ich komm klar. Ich komm. Nein, ganz im Ernst, ich komm klar, sonst haben wir am Ende keine mehr und dann haben wir Arschkarte. Mhm. Oder ich sehe eine Kartusch Asus, Kartus Asus. Ja, ich hab Dick eingetrunken. Wie ihm auch sei, falls es euch aufgefallen ist, eine CD ist weniger. Wir haben nämlich zwischendurch gespeichert und die Videos angesehen und... Sieht ganz okay aus. Hallo, hallo. Moment, habe ich nicht versucht, da hinten eine Tür aufzuschließen und sind wir da reingegangen? Nee, da sind das wir war rein. Friedman, das war, da sind wir, kommen wir ganz her. Das hier ist abgeschlossen und hier kommen die kleinen Hunde her. Kann ich das davor schieben? Nein. Wäre eigentlich gut. I got this. I can pick this thing. Okay, wenn ich diese Tür öffne, kommen bestimmt Hunde. Moment, hatten wir es nicht schon mal? Nein. Gut. Hab das nur ich gehört? War das jetzt im Spiel oder war das hier bei uns irgendwo gegeben? Also wenn es hier wäre, dann hätte ich noch mehr Angst. Das wäre hart pervers. Die Akte leuchtet doch, die Kamera hier, die mag ich hier. Was ist da oben? Handgun Bullets, oder? Nee. Ja, es sind Handgun Bullets, aber... Geh mal da, schnell. Das lohnt sich jetzt noch nicht, sie halten sich sonst fern vom Licht, dass die erstmal bis die Viecher kommen, glaube ich. Ah, da haben wir einen Energy Drink. Die sind... Trink ein. Mich stört dieses rote Außenrumgebimse. Nachher werden wir es nicht mehr wegmachen können. Aber du kannst jetzt ja anvisieren, ne? Ja, ich hoffe doch. Zumindest auf R1. Weil das Ding ist, guck mal, Lock ist das hier, ne? Und jetzt müsste ich auf R1 immer Change Target machen, aber irgendwie ja, du brauchst auch Targets erstmal. Gut, also das war jetzt nicht so viel, was wir hier raus haben, aber... Let's check this floor out. Nicht ändern. Hier ist immer noch ein. Hör auf, das Telefon zu hauen. Das ist Sachbeschädigung, junger Mann. Ja, junge Dame, wenn da. Was haben wir denn hier? Du Schlampe. Eine Tür. Und die wir müssen in die Bücherei. Zum Fenster. Hier ist gar nichts. Die Schwänzige, ich hab Schiss. Professor Waldens Tasche, aber was ist mit macht er mit dem ganzen Zeugs hier? Mit Zeugnissen und Noten und Bildern. Bei mir sieht er gar niemanden an. Irgendwie. Ich dachte, du musst immer wechseln und wenn er sich dreht, hast du immer anvisiert. Siehst du, und deswegen war es praktisch gewesen. Ich kann nicht ins Internet. Alter, ich will Alter, guck mal, die hält gar nichts aus. Vielleicht haben wir auch mehr Leben, Alice. Wir wissen nicht, wie es aussieht, wenn es knapp ist.
Ich warte jetzt, bis ich aber sterbe. Die Frage ist, ob das ganze Survival-Horror-Game ist, aber wenn, im schlimmsten Fall, wenn du stirbst, müssen wir neu laden. Willkommen in der Welt von Resident Evil. Ey, komm, aber so läuft doch niemand rum, oder ist doch kribbelig, der Arm ist so ganz verdreht. Können wir zu putzen? Somewhere there's a lock I can crack open. Hier ist noch irgendwo ein Schloss. Warte. Ah. Energy Drinks? Schade.